So, ich teste hier mal die Canon PowerShot A495. Die habe ich bei Saturn für 49 Euro gekauft. Das Tolle ist, man kann AA-Batterien mit ihr verwenden. Und ich habe ein Solar-Ladegerät. Und damit kann ich ja AA-Batterien aufladen. Das ist also von der Radtour. Das ist ganz praktisch, weil die normalen Akkus, also die Spezialakkus von den anderen Kameras, die kann ich nicht mit dem Solar-Ladegerät aufladen. So, ich will hier vor allen Dingen mal schauen, wie das mit Erschütterungen ist, ob das Video überhaupt brauchbar ist. Das ist ja hier so ein Schotterpfad. Relativ eben. Man kann die Kamera auch drehen. Hier hinter ist ja nicht sehr praktisch. Und mit dem Kugelgelenk kann man den Weiden nach rechts, links, oben oder unten. Jetzt so 23 Stundenkilometer. Eine ganz angenehme Reisegeschwindigkeit. Interessant ist natürlich auch die Akkulaufzeit. Ich habe jetzt hier wieder aufladbare Akkus drin. Mal sehen, wie lange die halten. Ist ja jetzt eine Ebene, eine Straße. Hier dürfte es also mit den Erschütterungen keine Probleme geben. Ich finde die Tonqualität dieser Kamera nicht so toll. Die macht hervorragende Bilder, besonders im Makrobereich, also gestochen scharf, 10 Megapixel. Kann man richtig was mit anfangen. Die hat ja 3,3-fach Zoom, also 45 mm, also fast normal bis 120 oder so. So, dann nehmen wir die Bahngleise. Die Nexus 8 Schaltung, die ich hier an diesem Fahrrad habe, die ist, kann ich nur sehr empfehlen. Oder auch Nexus 7. Man kann auch im Stehen schalten. Im Gegensatz zu einer Kettenschaltung. Da muss ja das Rad immer in Bewegung sein. Und die hat auch einen Freilauf. Man hört überhaupt kein Geklacker und gar nichts. Das ist ganz still. Auch im Freilauf. So.
So, hier ist jetzt offenes Feld und hier ist der Weg ziemlich holprig. Das sollte erstmal so gewesen sein. Ich glaube, man kann anhand des Videos nicht ganz gut erkennen, ob es Sinn macht oder nicht. Kamera halten zu benutzen.